So. Ja. Wir gehen jetzt dann... einfach nachsehen, was es da drin gibt. Da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin, MacReady. Da kommen wir gerade raus. Gott sei Dank. Das ist wieder hell. So, und ich gucke jetzt mal hier rein, ohne irgendeine Granate zu zünden. Und, guck erstmal, dass ich mich ein bisschen heile oder wir finden was, wo ich pennen kann. Und ich möchte auch noch mal kurz gucken, genau, wie es meinen Leuten hier geht. Da fehlen Betten. Moral. Die sinkt. Haben nicht genug Betten. Wie viel? 12 Leute mittlerweile. Scheiße. Tja. Was ist hier? Moral 11. Das ist ja nur die eine. Nee, das hat niemand mehr. Das interessiert uns nicht. Tja, gehen wir nochmal zurück? Oder gehen wir jetzt weiter? Eben zurück Betten bauen oder weitergehen? MacReady, du hast eh nicht viel dazu zu sagen, ne? Du bist so ein bisschen skrupellos. Moment, und wir gehen da gar nicht richtig. Aus der Caverns. Galerie Pick. Man, ach, da wollten wir auch hin. Aber wir wollten eigentlich jetzt erstmal in die Combat Zone. Und dazu müssten wir... da lang. Komm, wir gehen erstmal in die Combat Zone. Ich will jetzt wissen... Wow, 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 wow. Wie cool. Das ist doch mal cool, oder? Wie witzig. Einfach mal die Explosion genießen. Ich wollte wegspringen. So wollte ich machen. Gut, wir sollten aufpassen. Hier ist Good Neighbor wieder, ne? Hä, Moment. Ach, wir kommen hier nicht lang. Deswegen bin ich hier lang gegangen. Kann das sein? Kommen wir hier lang? Ja. Okay. Hä, warum bin ich denn dann? Okay, keine Ahnung. Ach so, einfach, weil ich, glaube ich, nochmal in dieses Gebäude wollte, ne? Das, glaube ich, war der Grund. So, was ist da? Was ist das hier? Das ist Good Neighbor. Warum geht's da so hoch? Das sieht interessant aus. Das ist einfach nur eine Straße, ne? Aber ich würde hier gerne mal gucken. Raider abschauen. Na, MacReady, wo bist du? Komm, wir machen ein paar Raider noch platt. Komm her. Komm. Komm. Ist nur einer? Langweilig. Komm. Finde den Feind! Finde den Feind! Wo bist du? Wo ist denn MacReady? Ist der unten drunter? Finde den Feind! Ja, komm her, Mann! Da drüben! Auf sie! Hat MacReady eine Laserpistole? Warum treffe ich den nicht da jetzt? Ich wollte schon sagen, ey. Oh, wie cool das aussah. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch hier eine komische Unterhaltung gehört. Komm bitte, triff. Danke. Ich will jetzt nicht sterben, Leute. Kommt der eine jetzt hier hoch oder nicht? Es wirkte gerade so, als würde er hier hochkommen. Komm, einmal noch. Ja! Sehr gut. So, wo ist der andere? Kommt der oder kommt der nicht? Da, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Scharfmützler. Scharfmützler. So, Scharfmützler. Komm, bitte. Eie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 
Hört die Musik jetzt auf oder was ist hier los? So, dich wollte ich nochmal checken. Weil du hast Sachen, die ich möchte. So, aber wir gehen jetzt hier nicht... Wo kommt ihr denn her? What? Was war das denn? Alter? Oh, 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 Auto. Alter! Was soll das denn? Die kommen einfach aus dem Nichts. Spawnen die da einfach, ey. So eine Frechheit. So, warte mal. Hilfsmittel. Nein! 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 Ich hab einfach gedrückt. Warum passiert mir das ständig? Scheiße! Scheiße. Fuck. Okay, ich... okay, scheiß drauf. Ich tue einfach so, als hätte ich das nie gehabt. Aber ganz ehrlich, den Steve Boy muss ich unbedingt nach Hause bringen. Mir passiert sowas einfach zu oft. Meine Fresse. Ach, fuck, Leute, ey. Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ach, Mann. Komm, triff. Komm, kritischer Treffer. Geht doch. Ja, das war dafür, dass ich mein Acetol genommen habe. Du doofe Kuh. Nur wegen dir, weil ich mich so vor dir erschrocken habe. Und ich wusste, wie ich damit umgehen sollte. So. Jetzt bist du dran. Dankeschön. Nochmal so. Ey. Einfach den Kopf am Abschießen. Okay, da ist gerade noch was hochgegangen. Meine Güte, ey. Mann. Hast du vielleicht Acetol dabei? Scheiße, Mann, das ärgert mich. Ach, das ist so doof einfach. Dass mir das immer wieder passiert, ey. Vielleicht sollten wir doch mal eben nochmal zurückgehen zu Sanctuary. Eben den Steve Boy wegbringen. Ach, wisst ihr, wie ich das mache? Ich gehe jetzt erstmal zu der Combat Zone und wenn ich da bin, kann ich da ja wieder schnell hinreisen, ne? Radio Tiny Tower Signal gefunden. Was? Trinity oder Trini? Tiny. Trinity. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Den hatte ich doch schon. In der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ja, ja. Ich glaube, die Supermutanten. Den hatte ich schon. Alles klar. Was ist das da? Ich wollte gerade sagen, ich höre da doch irgendwen. Ich wollte gerade sagen, bist du das, der so laut trampelt? Level up. Boah, das Watz ist schon verdammt gut, ey. Ohne das Watz würde ich hier auf der Konsole gar nicht klarkommen. Spielzeug außerirdischer. Yay, Update. Level up? Ach, Leute. Irgendwie, keine Ahnung, bin ich so wibbelig und mache dadurch nur Fehler. So, das könnten wir ja machen, ne? Schlossknacker könnten wir mal hochmachen. Du kannst Expertenschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Komm. Ja, ja. Den machen wir mal. Weil das nervt mich, wenn ich irgendwo nicht reinkomme. So, was ist das denn da? Karte würde ich gerne mal. Auf der Karte würde ich gerne mal gucken. Okay. Hier ist nicht wirklich was. Aber wir könnten da mal reingucken. Oh, das mit dem Regen ist immer doof für Dingens, ihr wisst schon. Für YouTube. Weil das dann alles so grisselig wird. Wer? Oben? Wer oder was war das? Das klang so komisch. Oh! Abenteurerer? Sind die irgendwie besonders gefährlich? Wo ist denn der, Greedy, ist der hochgegangen? Klingt so, ne? Ja, da ist er. Okay. Aha. Habt ihr guten Kram dabei? Bestimmt.
Du hast eine komische Maske auf, die kenne ich so gar nicht. Da rollt die Maske. Das wird nicht lang dauern. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber ihr seht schon cool aus. Ja, komm. Ah, verdammt. Okay, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Ja, jetzt tut ihm auf jeden Fall nichts mehr weh. Kommen da jetzt noch welche oder nicht? Es sind nur noch zwei. Was hast du denn so? Sackkapuze mit Schläuchen. Ich glaube, das habe ich schon. Wo sind die denn? Wo bist du? Hast du gehört? Du kannst mich nicht töten, wenn du mich nicht findest. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Na, 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 na. Wo seid ihr denn? Ach, über mir, okay. Ja, warte, dann gucke ich mal eben. Mit dieser coolen Musik, was der noch so hat. Gasmaske mit Brille. Okay, ist alles nicht so interessant. Weil wir können den Ja, ich auch. Obwohl, wir können den MacReady, könnten wir mal ein paar Klamotten, ein paar bessere anziehen, ne? So, wann kommen sie denn? Wann bin ich denn oben? Hier? Nein. Oh Gott. Wie weit muss ich denn hier hoch? Kuckuck. Keine Ahnung, wo die hin sind. Die sind da oben. Alter, 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 Alter. Kriege ich da noch? Ja. Probieren wir das mal. Ja. Durch den durch. Und dich auch noch. Und nochmal, komm. Bam. Sehr gut. Einer noch, ne? Ja, einer noch. Ach, da bist du. Gar nicht so dumm, so durchs Fenster. Aber mit dem Batz, ne? Ganz ehrlich. Boah, was hat er sich geheilt, der Arsch? Hätte ja sein können. Okay. Hatten die was Brauchbares dabei? Ja, die haben viel Brauchbares dabei. Nur kein Acerol-Tol-Zeugs. Okay. Kampfgewehr. Okay. Was ist hier noch so? Kampfrüstung, rechtes Bein. Geht's hier so runter? Okay. Aber einen Schlafplatz haben sie auch nicht, ne? Warte mal. Das da ist noch. Das wäre eine Kiste. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schlafplatz? Das ist doch doof. Ich hatte gehofft, ich kann hier irgendwo pennen. Oh! Oh, hallo da unten! Nee, wie klassik. Wie klassisch. Guckt euch das an. Gule auf einem Friedhof, ey. Wie witzig. Oh, und wie schön die Sonne da scheint. Moment. Die fressen Leichen, wa? Die haben ja noch. Bleib stehen. Guck mal, da liegt auch einer. Shit, nicht getroffen. Hier drüben ist ein wilder Ghoul. Da sind mehrere. Kommen die jetzt hier hoch oder was? Komm, die brauchen doch eh ewig, bis die hier sind. Aber warum treffe ich den denn nicht? Dann versuchen wir es mal so. Okay,
dir jeden Knochen einzeln. Einfach so verschwinden? Im Ernst jetzt? Du hast ihn echt gekillt. Nicht schlecht, MacReady. Nicht schlecht. Da kommt er. Oh, der war aber schnell, hör mal. Du warst ja ein du bist ja ein ganz Fixer. Triffst du ihn jetzt oder nicht? Hallo? Hallo? Nein, ich wollte in dein Gesicht treffen. Nein, warte, komm, Gesicht. So, jetzt schieß doch. Boah, da ist er in mich rein und ich habe ihn noch getroffen. Alter Falter. Oh, Kopf. Das Schöpfkelle, die hätte ich nicht gebraucht. Kann ich hier runterspringen? Nee, natürlich nicht ohne Powerrüstung. Das tut ein bisschen weh. Wir gehen lieber zu Fuß runter. Komm, McGree, wir gehen runter. Wir gucken mal, was da so auf dem Friedhof abgeht. Eieieiei, Leute. Ich habe das Acetor genommen. Für ganz umsonst. Für gar nichts. Dinnerteller, was soll ich denn damit? Was ist hier noch drin? Nichts mehr. Ach Mensch, ey. Ach Mensch. Aber gut, wir wollen so fair sein. Das war mein Fehler. Ich habe schon immer wieder die Steel Boys zurückgekriegt. Und, ja. Ich guck mal, was hier noch unten ist. Ach, hier sind wir dann. Okay. Hier sind wir. Nee, sind wir. Doch, hier sind wir hergekommen. Okay. Wo war das denn? Hier? Nee, warte mal. Da drüben? Warte mal, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir gehen auf jeden Fall richtig. Da. Da wollte ich mal gucken. Okay. Komme ich da rein? Ja, hier. Sehr gut. Oh Gott. Okay. Hätte ich nicht... Vault 88 Funk... Eine Nachricht von Vault-Tec... Stell das Radio auf... Nee, Vault-Tec 88, Leute. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das ist? Nein? Dann werdet ihr es bald erfahren. Plasmine. Handschellen. Okay. Hier war da noch ein Ghoul. Einen habe ich auch gekillt. Zwar nur einen, aber immerhin. Schon wieder eine Schöpfkelle, brauche ich nicht. Okay. Ach krass. Ist das hier unten drunter oder was? Wir machen mal kurz das Radio an. Funkleitstrahl. Dies ist ein Notfallsignal aus Vault 88. Authentifizierungscode Impish. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tec-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Aha. Geil. Wo ist denn Vault 88? Warte mal, Aufgaben. Finde Vault 88. War doch die Aufgabe, oder bin ich blöd? Warte mal, ist das hier wieder bei den Sonstiges? Ach, guck mal, aus Halluzinogen brauchte ich ja auch noch was. Bring Fred Allen einen Halluzinogenkanister. Da war ich ja jetzt, da könnte ich ja auch da nochmal hin, ne? Ich guck mal eben, wo hier... Hä? Ach da, eine Nachricht von Vault-Tec. Untersuche Vault 88. Okay. Da ist 88. Das ist aber ein ganz schönes Stück unten. Okay, kommen wir also jetzt doch noch nicht hin. Interessant, aber da bin ich ja sehr gespannt drauf dann. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass das auf so einem Friedhof hier... Dass wir da so... Ja. So ein Notsignal finden. So, jemand hier drin? Hallo? Hallo? Jemand hier drin? Nur Skelette. Mutterbeere. Ist alles kein Ersatz für das Acetol. Scheiße. So. Wo sind wir denn hier? Was?
Was ist das? Was ist ein Swan? 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 Okay. Kann mir das mal jemand sagen, was das bitte ist? Ach, guck mal, wir können die mal ausprobieren. Die hätten wir ja noch nicht benutzt. Was zur Hölle ist das da? Posten kommen. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Entdeckt. Okay. Warte. Lass das kommen. Wir müssen hier schleunigst verschwinden. Außer du möchtest sterben. Warum? Ach, das ist die Combat Zone. Schon, oder was? Sind wir da schon? Nee. Warte mal. Muss mal ranzoomen. Park Street. Boston Common. Ich finde Nick Valentine. Ach, der ist gar nicht in der Combat Zone. Guck mal. Wir müssen hier hin. Wir müssen da runter. Okay. Leute, was ist denn das bitte? Was ist das? Was steht da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Ich habe ja gespeichert, ne? Hallo? Hallo? Der steht da voll gruselig rum. Alter, ich habe das noch nie gesehen. Das ist neu. Reicht die Waffe? Soll ich einfach schießen? Warum steht der da so alleine rum? Du schießt auch nicht von selbst, das ist interessant. Was hat der da? Hat er eine Axt in der Hand? Das ist irgendwie sowas wie ein Supermutant, oder? Eins, zwei, drei, los! Halt ihn auf Distanz! Alter! Nein! Oh. Lauf mir nicht nach, lauf mir nicht nach, lauf mir nicht nach! Oh mein Gott! Okay, das richtet gar nichts aus! Ach du Scheiße! Das war eine dumme Idee! Es war eine dumme Idee! Es war eine dumme Idee! Es war eine dumme Idee! Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, es geht aber, es geht. Fuck. Oh, ich will den platt kriegen. Das sah gut aus, das sieht gut aus. Ich muss mir nur Mühe geben. Alter, schieß, 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 schieß. Ich kann doch auch... Ich kann ja auch... Ich hab ihn nicht genommen. Sag mir nicht, dass ich ihn genommen habe. Ich habe ihn genommen. Habe ich ihn genommen? Nein, ich habe ihn nicht genommen. Ich hab's abgebrochen. Geil! Oh, kannst du den nicht ein bisschen ablenken, MacReady? Alter! Komm, triff doch mal bitte. Alter, ich treff gar nicht mit dem Scheißding.
Abgeschlossen? Was? Ach so. Aber die Waffe ist ganz gut. Ich kann die... Ja, ja, ich habe hier irgendwas gefunden. Ist ja gut. Mit einem Stimpack kann man gefallene menschliche oder tierische Begleiter im Kampf wiederbeleben. Für Roboter greift man dafür zum Reparatursatz. Okay. Alter. Was zur Hölle? Aber die Waffe hat dem Gut eigentlich relativ gut abgezogen, oder? Was ist denn jetzt mit so einem Flammenwerfer? Den haben wir da auch noch nicht benutzt. Das können wir da auch mal machen. Oder? Bin ich damit schnell genug? Ja. Okay. Ich mach dann trotzdem... Fange ich hiermit an, würde ich sagen. Warte. Das ist das Korn. Wir müssen das Schweines verschwinden. Nein, wir müssen hier gar nichts. Wir wollen den jetzt hier mal... Wir wollen jetzt hier mal ein bisschen Action haben. Wir wollen den killen. Das ist machbar. Okay, ich muss den nah dafür haben. Okay, wir versuchen das mal. Ich treffe den gar nicht, ey. Okay, das ganz ehrlich, die andere Waffe war besser. Ich hätte noch mal ein Stimpack vorher nehmen können, ne? Oder? Was meint ihr? Ich weiß, ich stelle mich ein bisschen doof an, aber... Ich habe trotzdem Spaß. So, und ich werde jetzt mal noch ein Stimpack nehmen. Und dann werde ich... mal... sowas macht. Oh ja. Eieieiei. McQueenie, du könntest mal. Ey, da ist irgendwo noch ein Roboter, glaube ich. Kann das sein? Kommt der. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Warte mal. Hier kann ich doch ein bisschen TP und so kriegen, ne? AP. TP. Alter! Ich schaff den nicht mal anzuschießen hier. Aber die Waffe ist ganz cool. Die macht schon gut Schaden, ey. Yay! Ich würde ja noch ein Dings nehmen, ne? Aber ich hab Angst, dass ich, Was ist denn nochmal Psycho? Ach, ich mache ja da mehr Schaden mit, ne? Komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen ab. Ja, töten! Komm her! Komm her! Ah! Ja, glitsch in den scheiß Boden rein. Ja, ich würde am liebsten in die Luft schießen. Aber das lasse ich, die Munition ist zu wertvoll. Habe ich, mache ich nur einmal. Einfach nur, weil es gerade cool war. Leute. Ich habe irgendwo noch einen Bot gehört eben. Warum hört die Musik nicht auf? Rasend, Powerfaust, Brennstoff, Metallrüstung, Helm, Schwanenboot, Einzelteile? What? What? Metalleimer, okay, Schneidbrett. Robust, Lederrüstung, okay. Oh, du bist schön. Rasend, Powerfaust, erhöhter Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Ins Gesicht. Durchdringend. So sieht das auch aus, als wäre das durchdringend. Okay, nehme ich natürlich. Patronen nehme ich, Brennstoff nehme ich auch. Metallrüstung, Helm. Klar, okay, was auch immer das sein soll. Und Lederrüstung, rechtes Bein. Alles klar.
Und den Metalleimer nehme ich dir auch noch weg. MacReady, komm mal her. Nee, warte, ich möchte kurz mit dir reden. Hey! Eine Laserpistole habe ich dir gegeben? Warum? Okay, warum nicht? Muss ein bisschen was loswerden, ne? Kann ich dir noch irgendwas geben? Nee, ne? Scheiße. Okay, warte mal. Dann muss ich irgendwas hier hinwerfen? Irgendein Schrott vielleicht? Den Metalleimer? Ach komm, weg damit. Nee, warte, ich will den weg. Ablegen. So, was haben wir denn sonst noch? Schwanenboot, Einzelteile. Was? Schöpfkelle. Da, die können wir auch loswerden. Stahl? Synth-Komponente. Nee, die behalte ich mal. Vakuumröhre. So, kann ich jetzt gehen, oder? Ja, sehr gut. Leute, was zur Hölle, ey. Das hat Bock gemacht. Das hat Bock gemacht. So, was steht denn hier? At Journey's End Follow Freedom's Let Lanterns. Okay. Okay. Oh Gott. Ach ja, das hatte ich ja eben auch. Sumpfig. Da ist ein Tretboot. Das ist das, was ich jetzt auch gerade aufgesammelt habe, ne? Ich muss ein bisschen drauf achten, dass hier niemand kommt. Kann ich... Oh, ich wollte nicht unbedingt hier rein. Kann ich mit dem Boot fahren? Oh, guck mal da. Okay, dann hören wir uns das doch nochmal an. Wiedergabe. Langsam wird es lächerlich. Ich meine es ernst. Die Zusammenlegung des Common und Public Garden war bitter genug, aber ich habe es akzeptiert. Was soll ich auch tun? Gegen die Bauunternehmer kämpfen? Aber der Schwanenteich ist jetzt viel zu klein. Die Boote stoßen täglich zusammen. Es ist eine bessere Pfütze. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur der Gartenpfleger des kleinsten Gartens. Eigentlich kann ich genauso gut zu Hause bleiben. Mein eigener Garten ist größer. Und ich habe sogar Paprika und Gurken. Und kein Tourist steht enttäuscht in der Gegend rum. Habe ich das jetzt unterbrochen? Ja, ne? Scheiße. Entschuldigung. Fuck. Entschuldigung. Warte mal. Diverses, ne? Scheiße. Tut mir leid. Ich dachte, der macht weiter. Mann. Das war ein Führungsbot und der ist schnell da wieder reingegangen. Wie lustig. Gelehrter, nee, warte. Warte. Hausmeisteraufzeichnung. Ist das gewesen? Nee, ist ja nicht, ist ja was anderes. Das war ja irgendwas mit Garten jetzt, ne? Scheiße. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich hoffe, der hat sich jetzt nur aufgeregt darüber. Kann ich das nicht irgendwie... Schlachtfeld-Holoband. Sicherheitspasswort. Warte mal, sortieren. Okay. Ach, jetzt ist das nach... Das bringt mir ja nicht viel. Untersuchen. Shit. Ist das doch der Hausmeister gewesen? Nee, das ist was anderes, ne? Kann ich nicht das letzte Holoband einfach wiedergeben, was ich drin habe? Geht das nicht? Geht das nicht irgendwie vielleicht? Warte mal, kannst du uns was sagen? Hallo? Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Was? Ein Reiseführer? Bist du ein Reiseführer? Fehler. Antwort nicht erkannt. Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Was? Freeway? Geschichte des Boston Common gehen. Freedom Trail, okay? Ich interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Begeben wir uns einige hundert
Jahre zurück, ins Jahr 17. Kannst du mich angucken, während du mit mir redest? Seit 7 Jahren leben tausende britische Soldaten auf diesem Boden in ihren geordneten Zeltreihen. Angeführt von General Thomas Gage wollen sie der Welle der Revolution Einhalt gebieten, die Nacht des 17. April. Die Offiziere sind versammelt, General Gage. Aha. Vor 4 Tagen erhielt ich Nachricht vom Earl of Dartmouth. Wir haben unsere Befehle. Lieutenant Colonel Smith, versammeln Sie 21 Kompanien unserer besten Männer und führen Sie sie in aller Eile und Heimlichkeit nach Concord. Dort werden Sie jegliche Artillerie, Munition, Vorräte, Zelte, Handfeuerwaffen und Lager einnehmen und zerstören. Was ist mit den Kolonisten, General? Sorgen Sie dafür, dass die Soldaten keine Einwohner ausplündern oder Privatgelände betreten. Aber wir können und müssen sie schwächen. Also marschierte Colonel Smith gegen Mitternacht mit 700 Rotrücken los, um in der Schlacht von Lexington und Concord auf tapfere amerikanische Patrioten zu treffen. Und so begann der Unabhängigkeitskrieg. Setzen Sie den Weg durch die Geschichte unserer großartigen Stadt fort. Willkommen. Ich will's. Das ist. Wir wollen ja jetzt hier keine Geschichte lernen, eigentlich, aber. Den. Huch, den Free Trail würde ich gerne noch. Erzähl mir vom Freedom Trail. Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Okay, dann gucke ich jetzt nochmal nach dem Holoband. Das wird ja nicht sein, ne? Kann ich nicht das letzte Holoband irgendwie abspielen? Geht das nicht? Das wäre total geil. Ich habe das ja jetzt noch drin. Kann ich das nicht irgendwie... Gibt es da vielleicht irgendwas für, wo ich da drauf drücken kann? Ja, das ist ja nur Licht. Das brauche ich nicht. Versorgungs-Skill. Ablegen, untersuchen, Wiedergabe. Tja. Ich hatte gehofft, das geht irgendwie. Shit. Tja, ich weiß jetzt nicht. Irgendein Gärtner. Josh Jackson. Boah, keiner Plan, ey. Nicht, dass da jetzt was Wichtiges drauf war. Paladin. Ist das vielleicht sortiert, so nach der Reihenfolge? Nee, anscheinend nicht. Sortieren, Gewicht, untersuchen. Sicherheitspasswort. Schlachtfeld. Ritter, bla bla blub. Ah, es tut mir so leid, ey. Nee. Dann ist es vielleicht doch der Hausmeister. Wir gucken mal. Langsam wird es lächerlich. Ich meine es ernst. Die Zusammenlegung des Common und Public Garden war bitter genug. Aber ich habe es akzeptiert. Was soll ich auch tun? Gegen die Bauunternehmer kämpfen? Aber der Schwanenteich ist jetzt viel zu klein. Die Boote stoßen täglich zusammen. Es ist eine bessere Pfütze. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur der Gartenpfleger des kleinsten Gartens. Eigentlich kann ich genauso gut zu Hause bleiben. Mein eigener Garten ist größer. Und ich habe sogar Paprika und Gurken. Und kein Tourist steht enttäuscht in der Gegend rum. Toll, dafür haben wir das jetzt gesucht. Na gut, immerhin haben wir gegen dieses Riesenvieh gekämpft. Dann gehen wir jetzt hier mal runter, würde ich sagen.
Liegt da was drin? Schachtel Zigaretten. Ja, damit das Baby auch zwischendurch mal eine puffen kann. Ja gut, dann gehen wir hier mal runter und schauen mal, was hier so drin ist, ne? Park Street Station. Ab dafür!